Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man eine vollautomatische Bambusform bauen kann, so wie die hier. Das Ganze geht aber auch in kleiner, und zwar so. Das ist super simpel und einfach und ich würde sagen, ich zeige euch direkt, wie man das baut. Und zwar braucht ihr dafür erstmal eine 3x3 große Grundfläche. Ich benutze jetzt hier wieder Quarz, wie eigentlich immer, aber ihr könnt halt benutzen, was ihr möchtet. So, dann platzieren wir hier eine Kiste hin. Und das erste, was wir bauen, ist quasi der Mechanismus, wie eben Items in die Kiste kommen. Und dafür platzieren wir jetzt hinten an die Kiste ran mit Shift und Rechtsklick einen Trichter. Und der Trichter muss dann mit dem Rohr Richtung Kiste zeigen. Dann funktioniert das auch. Wenn ich da ein Item reinschmeiße, müsste es nämlich in der Kiste landen. Perfekt. Und auf diesen Trichter drauf kommt jetzt eine Power Rail oder eine andere Schiene einfach. Und dafür wieder Shift und Rechtsklick darauf. Und auf die Schiene kommt dann ein Minecart mit einem Hopper. Und dann machen wir hier eine 5 Block hohe Mauer nochmal. Und platzieren dann auf das Minecart nochmal einen Grasblock. Und hier oben wird dann der Bambus wachsen. Und wenn ich hier jetzt zum Beispiel einen Block fallen lasse, dann wird er durch das System aufgesammelt und landet in der Kiste. Und genauso wird das später dann auch mit dem Bambus sein. Das nächste, was wir machen, ist der Mechanismus, der erkennt, dass das Bambus quasi gewachsen ist, oder der Bambus, weiß ich gar nicht, und dann auch kaputt gemacht wird. Und dafür platzieren wir hier auf den ersten Block erstmal nichts, aber auf den zweiten quasi einen Piston und platzieren dann oben auf den Piston rauf von der anderen Seite einen Observer-Block, der mit dem roten Punkt quasi nach hinten zeigt und mit dem Gesicht nach vorne. Und der wird jetzt nämlich erkennen, wenn wir nämlich mal Bambus nehmen, hier vorne ist Bambus. Wenn ich jetzt hier Bambus hin platziere, dann wird dieser Block hier immer da bleiben, weil der Piston halt höher ist. Und würde das quasi weiter wachsen und bis zum Observer kommen, wird er gleich ein Signal auslösen, womit dann der Piston diesen hier kaputt macht. Und dann droppt der Bambus und der unterste bleibt noch da und wird dann wieder weiter wachsen. Und so funktioniert dann das ganze System im Endeffekt. Und um das zu machen, müsst ihr jetzt einfach nur hinter den Piston nochmal einen Block setzen. Und auf diesen Block oben drauf kommt dann ein Redstone. Und das ist eigentlich das ganze System. Jetzt müsst ihr rechts und links davon nochmal eine Säule bauen. Und davor am besten auch noch was. Ich nehme dafür mal Glas, damit man es auch noch sehen kann. Hoppala, so. Und das sorgt nämlich dafür, dass quasi die Items, die kaputt gemacht werden, auch wirklich auf dem Grasblock landen. Denn manchmal hat man es so, dass sie zum Beispiel links und rechts davon fallen und dann kann man sie nicht aufsammeln. Und man möchte ja aber eigentlich das ganze Bambus quasi einsammeln von der Farm. Und so kriegt man dann quasi 100% von dem, was quasi abgebaut wird. Und es landet dann hier unten in der Kiste drinne. Und das Coole an dem System ist, dass man es halt unendlich groß bauen kann. Also hier zum Beispiel habe ich es einfach mal ein bisschen weiter gebaut. Das Wichtige ist dann nur, dass ich hier unten nochmal ein Minecart platziert, was dann hin und her fährt am besten, damit das Ganze noch ein bisschen ressourcenfreundlicher ist. Und ich zeige euch mal, wie man das macht. Also ihr müsst dann hier einfach nur eine Strecke bauen mit Schienen und mit Power Rails, damit sie sich halt, oder damit das Minecart sich links und rechts immer wieder also gegenfährt und dann in die andere Richtung abstößt quasi. Und dann müsst ihr hier eigentlich nur ein Minecart hinstellen und euch da reinstellen und dann fährt es schon los oder ihr lauft halt gegen das Minecart. Und dann platziert ihr hier nochmal ein Bambus hin und das ist eigentlich die ganze Farm. So, und jetzt könnt ihr eigentlich AFK gehen oder das Ganze größer bauen, was auch immer. Und ihr sammelt die ganze Zeit nebenbei Bambus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt mal ein Hashtag Bambus in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Tutorial oder was auch immer ich mache. Bis dann, haut rein und ciao.